Im Zentrum der Ausstellung von Philippa Renaud bei uns in der Fondation Bayerler stehen zwei Filme, zwei neue Filme, der eine mit dem Titel CHZ, der andere mit dem Titel Marilyn. CHZ steht für Continuously Habitable Zones. Es ist ein Terminus, der in der Astrobiologie verwendet wird, wo es darum geht, dass man geforscht hat, dass außerirdisches Leben denkbar ist auf einem Planeten, der nicht in einem Sonnensystem ist mit einer einzigen Sonne wie bei uns, sondern in einem Sonnensystem mit zwei oder mehr als zwei Sonnen. Setzt man allerdings Vegetation dem Licht mehrerer Sonnen aus, wird diese Vegetation komplett schwarz. Und das ist, was Philippa Renaud in diesem einen Film zeigen wollte. Ein Planet mit schwarzer Vegetation. Das heißt, man sieht da verschiedene Landschaften, einen Wald mit schwarzen Bäumen, schwarzes Vulkangestein oder Vulkangestein ähnliche Steine und so weiter. Im anderen Film Marilyn Monroe wird das Porträt eines Geistes gezeigt, das Geist von Marilyn Monroe. Dort wurde eine Suite des Waldorf Astoria Hotels rekonstruiert und die Kamera wandert dann durch diese Suite und man sieht diese schönen Möbel aus den 50er Jahren, weil Marilyn Monroe in den 50er Jahren viel Zeit in diesem Hotel verbracht hat. Und man sieht auch diese pittoreske, diese malerische Stimmung, die da durch dieses Licht und diese Stimmung hergestellt wird. Das Konzept der Ausstellung zieht sich über das gesamte Museum hindurch. Das heißt, der Besucher wird geleitet durch Klänge und Bilder und Licht und fast unscheinbare Details wird er durch das gesamte Museum geleitet. Es beginnt im Souterrain des Museums und setzt sich dann durch den Wintergarten fort, bis man dann in einen Saal geführt wird, in dem diese Zeichnungen zu sehen sind, vor denen wir stehen, bis hinaus in den Park der Fondation Bayerler, wo eine Soundinstallation im Teich Seerosen, Schallwellen aus Seerosen nachahmt. Es gibt auch zusätzlich eine DVD, die jeder Besucher mitbekommt. Auf dieser DVD sind beide Filme zu sehen. Sobald diese DVD mal abgespielt wurde, löschen sich diese Filme von alleine.